So, herzlich willkommen zurück. Und nachdem wir nun ein paar Grundlagen gehabt haben, so was so Storyline angeht, und ich auch mein eigenes Spiel mal in der vorvorherigen Folge mal gezeigt habe, fangen wir jetzt mal an, tatsächlich ein eigenes neues Spiel zu erstellen. Das geht in Vampire relativ simpel. Man hat halt hier sein Fenster. Und man kann natürlich erstmal ein paar Sachen ändern. Beispielsweise ist das Ding standardmäßig auf Englisch. Das heißt, man geht hier unter hier drunten unter, im Englischen heißt das dann Settings oder Professions oder weiß ich gar was, Einstellungen, und geht bei hier Sprache auf German. Dann hat man das Ganze halt so, wie es jetzt ist, in Deutsch. Als nächstes, unter Windows ist das, glaube ich, schon richtig. Unter Linux, wenn man das übers Paket macht, also direkt über das Ding downloadet, ist das auch schon weitestgehend richtig. Wenn man das aber über Debian installiert, dann hat man hier einen Pfad, auf den man nicht zugreifen kann. Das heißt, man muss erstmal sein Projektverzeichnis in einem Ordner wechseln, worauf man Zugriff hat. Eigene Dateien oder irgend so ein Scheiß, ne? Quasi Bescheid sagen, wo die Projekte gespeichert werden sollen. Genau, ich habe halt auch einen Projektordner. Fertig, easy. So, wenn man diesen Ordner eingestellt hat, wie gesagt, unter Windows braucht man das nicht, unter Linux braucht man das je nachdem auch nicht, wenn man das so gemacht hat. Dann kann man quasi direkt starten mit einem neuen Projekt erstellen. So, hier kommt direkt die, naja, wollte gerade Warnung sagen, aber ist ja eher eine Information. You will creating a German language project, change the launcher language, egal. Das ist quasi das, was ich mit der Sprache am Anfang. Das heißt, wenn man die Sprache auf Deutsch stellt, erstellt man standardmäßig auch deutsche Spiele. Wenn man die Sprache auf Englisch lässt, erstellt man standardmäßig auch englische Spiele. Was das heißt, zeige ich euch gleich. Wir gehen erstmal noch weiter. Jetzt geben wir unserem Spielen einen Namen. Ja, wie könnten wir es nennen? Wir machen es mal richtig clever. The Game. Ist der kreativste Name der Welt? Weiter. So, das hier am Anfang vielleicht ein bisschen verwirrend. Wer hiervon absolut gar keine Ahnung hat, was damit gemeint ist, sollte es einfach auf dieser Einstellung hier lassen. Leute, die wissen, was sie wollen, keine Ahnung, nein, Leute, die unbedingt Full HD-Spiele haben wollen, können natürlich auch auf Full HD gehen. Das hier würde ich nur Leuten empfehlen, die wirklich Ahnung haben von dem, was sie machen. Also für Einsteiger auf jeden Fall nicht. Und das oberste macht überhaupt keinen Sinn. Das ist vielleicht für Laptops oder sowas, also für Notebooks, keine Ahnung. Wir machen auf jeden Fall hier 720p Spiel. Das Spiel kann später auch skaliert werden. Also man kann auch 720p Spiele auf Full HD spielen, kein Problem. Deswegen nehmt einfach 720p am Anfang oder Full HD, wenn ihr es unbedingt wollt. So, weiter. Jetzt haben wir etwas, was, naja, das ist quasi das Standardaussehen von dem Menü unseres Spiels, ne? So wie es von Vampire vorgegeben wird. Und hier können wir natürlich jetzt sagen, okay, nee, wir wollen ein anderes Farbschema haben, wir wollen zum Beispiel weiß Hintergrund mit roter Schrift, bam, oder rosa Schrift, für die Leute, die vielleicht ein Dating-Sim-Spiel erstellen wollen, keine Ahnung, oder Classic. Ja, wir machen natürlich Standard, heißt blaue Schrift auf schwarzem Hintergrund. Weiter. Und jetzt wird das Projekt quasi für uns erstellt. Das dauert ein bisschen tatsächlich, aber nicht so lange. Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht, was daran so lange dauert, weil er kopiert eigentlich bloß ein paar Dateien, aber okay. Warum er die auch gleich verarbeitet, keine Ahnung. Aber gut. Langweilig. So, jetzt haben wir hier The Game. Und das hier alles wirkt am Anfang sehr überladen. Ich muss persönlich auch drauf sagen, ich scheiß auf diese ganzen Sachen hier. Also, wer hier irgendwas machen möchte, kann meinetwegen machen. Wir werden das ganze Zeug nicht benutzen, sondern wir gehen selber manuell in den Ordner. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Projektordner, den wir unter Einstellungen angegeben haben. Und in dem Ordner, den wir hier angegeben haben, haben wir dann unser neues Ordnerlein The Game. So,
Und auch hier haben wir wieder, wie in der allerersten Folge gezeigt, jeder Spieleordner beinhaltet einen Ordner, der heißt Game. Da sind die ganzen Game-Daten drin. Und so sieht das Ganze aus. Auch das ist wieder, sieht sehr überladen aus, aber keine Angst. Alles, was uns hier interessiert, ist primär dieser Ordner und diese Datei. Alles andere, was hier drin ist, ist komplett irrelevant. Das heißt, am Anfang sucht man die Datei script.rpy, nicht rpyc, das mit dem C ist falsch, damit können wir so erstmal nichts anfangen. Wir brauchen die Datei ohne dem C hinten dran. So, und die öffnen wir jetzt einfach in einem beliebigen Texteditor, also sowas wie Genie, Notepad++, Notepad, unter Linux halt auch sowas wie Leafpad, CarWord, wisst der Geier was, ne, hier CarWide, Kate. Auf jeden Fall keine großen Editoren. Also wer jetzt mit Microsoft Word das hier öffnen möchte, ganz falsch, geht nur schief. Also kein Microsoft Word, kein LibreOffice, kein OpenOffice, gibt sowieso nicht mehr, egal. Also keine richtigen Büroprogramme, sondern wirklich ganz einfache Texteditoren. Wie gesagt, am besten Genie unter Linux oder halt Notepad++ unter Windows. Damit dann einfach öffnen und so sieht die Datei aus. Und auch das wirkt wieder ganz schön überladen. Aber es ist eigentlich relativ simpel. Wenn man ein Spiel erstellt, ist das Wichtigste diese Zeile. Hier beginnt das Spiel. Sehr schön beschrieben, weil es stimmt halt auch, ne? Das heißt, ab hier kann man quasi selber loslegen. Ich würde am Anfang diese Kacke erstmal löschen. Und man beginnt ein Spiel relativ simpel. Man schreibt einfach Text in Anführungszeichen. Das war's. Also, hallo, ne, wie ich auch am Anfang gezeigt hatte, hallo, ich mag Züge. So, das war's. Das heißt, jetzt kann man, zurückgehen, jetzt kann man bei The Game auf Projekt starten klicken. Jetzt hat man hier auch, weil wir das Ganze jetzt mit Vampire erstellt haben, hat man hier auch so ein richtig schönes Menü. Und wenn man da so starten klickt, hallo, ich mag Züge. Und wir sind wieder im Hauptmenü. Ja. Das war's. Das heißt, unser Spiel funktioniert an sich schon mal. Aber man merkt, es ist relativ fad und relativ, da fehlt noch was. Aber das werden wir jetzt in der nächsten Folge dann in Anspruch nehmen. Jetzt haben wir erstmal gelernt, wie man überhaupt erstmal ein eigenes Spiel überhaupt erstmal anfängt. Und das sollte damit eigentlich schon mal gewesen sein. Ne? Wichtig ist, unter Einstellungen den Pfad einstellen, dann neues Projekt erstellen und dann in den Projektordner gehen, in den Game-Ordner, also ne, das hier ist der Projektordner, The Game, so wie wir das Spiel genannt haben, dann in den Ordner Game und in diesen Ordner die Datei script.rpy suchen und diese dann einfach öffnen. So, der Rest kommt dann nächste Folge.